Shanobo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Video. Heute ist es soweit, wie ihr es im Titel sehen könnt. Und zwar erwecken wir heute meinen Super Saiyan 3 God Tanks. Am Anfang ist das immer ein bisschen zimperlich, weil ich mit meinen Einstellungen hier spiele. Ich hoffe, der Sound passt. Wie gesagt, wir awaken heute meinen physischen God Tanks. Ich kann das schon seit gestern machen, aber ich habe es gestern nicht mehr geschafft aufzunehmen. Heißt, ich musste mich gedulden und ich bin ganz schlecht im Gedulden. Aber ich habe es geschafft. Heißt, wir können ihn heute in diesem Video awaken. Das dürfte, wenn es mich nicht täuscht, also wenn keine krasse News dazwischen kommt, Vegeto-Release vielleicht, also... Ich weiß nicht, wie das mit dem Vegeto-Release ablaufen wird, vielleicht kommt es ein bisschen später, aber geplant sollte das hier am Donnerstag kommen. Ja. So, wir gehen auf Acquired. Ich habe ja nur ein Summon-Video gemacht, also kann ich auch zeigen, was ich habe. Es ist halt nicht mehr dazugekommen. So, God Tanks. Erst einmal, wie immer, ich habe ihn auf 1300 gemacht, was halt geht, oder SA10. Was er alles so kann, gucken wir uns vorher an. Oh, schon 10.000 in der ersten Form ist krass mit dem Attack. Immenser Damage, greatly lowers Defense, super physisches Ki plus 2, HP Attack Defense plus 100, extrem physisches, kein Ki, HP Attack Defense plus 40. Also, Neo-God-Leader klassisch für die super physischen, greatly lowers Defense mit der Super Attack und hat wie der alte God-Tanks 3 Ultis. Die von 9 macht immensen Damage und greatly lowert die Attack, die Defense. Die von 11 macht Attack Raise für einen Turn und auch immensen Damage. Und die von 12 macht einfach nur immensen Damage und raised auch die Attack für einen Turn. Aber das erste, also die 11er, raised die Attack massiv, wo ich mitbekommen habe, dass es um die 100% sein soll. Das ist krass. Und die 12er, ja, die 12er ist die schlechteste tatsächlich, oder? Greatly lowers Defense. Obwohl, nee. Sie gibt einen Attack Boost, das hier lowert die Defense. Müsst ihr also halt wissen, ob ihr Defense lowern wollt oder einen Attack Boost wollt. Passive. Ah, na toll. So, Passive. Attack plus 100% plus an additional Attack plus 40% and Defense minus 20 for 5 turns at start of turn. Das sind insgesamt schon mal 140%, die ihr hier an Boost kriegt. Natürlich auch ein bisschen Defense einstecken dafür, aber das ist schon ziemlich krass stark. Das ist ja knapp schon auf Gokus Level in seiner Dokkan Awakening Form. Wir Dokkan Awakening jetzt so und gucken, was er dann so drauf hat. So, das Art wird besser, tatsächlich, es ist viel besser. Es könnte halt HD sein, weil das sieht echt unsauber aus, aber naja, Dokkan halt. HP Attack Defense plus 120, Ki plus 3, Extreme Ki plus 1, HP Attack Defense plus 50, was physisch angeht. Klassischer Neo-God-Leader-Skill halt. Super Attack. Immenser Damage und Greatly Lowers Defense. Greatly Lowers Defense. Massive the Raise for one turn von Attack und Raise Attack for one turn, da hat sich nicht so geändert, was. Passive, wieso fängt das denn immer so in der Mitte an, Alter? Das ist doch Bullshit. So, die Passive ist Attack plus 120% at start of turn, plus additional Attack plus 60% and Defense minus 30 for 7 turns from start of turn. Das sind insgesamt 180% Attack Boost, die er hier kriegt. Und mit seiner 11 Key sind das noch mehr. Das ist fucking strong. Das ist eine sehr starke Karte, auch mit einer der härtest Hittenden, wenn ich mich nicht irre. Und wir werden ihn jetzt Dokkan awaken. Unter anderem mit zum Beispiel im Vegeto-Team soll er, glaube ich... Ja, Vegeto wurde zum Hardest Hitter gekürt, aber ich glaube, er hier vom Damage allgemein ist Gotenks vorne. Kann ich mir gut vorstellen. Da-da-da. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass ich ihn bekomme, tatsächlich. So, jetzt ist natürlich noch das Ding, wir müssen ihn leveln. Leveln, leveln, leveln. Zack, das machen wir hier. Ach, nichts, okay. Dank dem neuen Friend System müssen wir wahrscheinlich auch wieder nur eins damit machen, Gott sei Dank. Besser Giants, zweifacher. Perfekt. So, durchskippen. Man hört meine Maus wunderbar klicken, ich weiß. Ich nehme das am PC auf, wie immer, weil es einfacher ist. Es ist tatsächlich, ihr werdet es kaum glauben, einfacher. Als ob wir nur Normals bekommen haben, krass. Nee, SR Satan, lol. Es ist tatsächlich einfacher, das Spiel mal eben auf dem PC zu laden und dann über OBS alles aufzunehmen und hochzuladen, als auf dem PC Audio, auf dem Handy Video und zusammenschneiden. Das hier ist viel einfacher. Obwohl ich ihn wirklich übertragen muss, den Account, aber dank Facebook-Link ist das ja super easy. So, wie ihr seht, ich habe Elder Kais, die ich jedoch nicht für ihn verballern werde. Die möchte ich... Moment, wofür möchte ich die behalten? Naja, für den Vegeto später wahrscheinlich. Ich möchte Elder Kais in der Hinterhand haben, weil Gotenks ist jetzt eine klasse Einheit, aber ist jetzt nicht so, dass ich mir denke, wow, unbedingt auf SA10. Ich weiß, er hittet hart, ich werde ihn früher oder später auf SA10 bringen. Aber jetzt gerade habe ich da kein Interesse dran. Na, das ging ziemlich einfach.
Ach, ich liebe dieses neue System. Es ist so einfach. So einfach. So, super Success. Die Stats sehen ganz gut aus. 1300 halt nur, weil er SA1 ist. Aber damit kann man auf jeden Fall arbeiten. Und, warte, habe ich genug Platz? Ja, ich darf eine Mission starten. Ich muss gar nichts verkaufen. Wir werden ihn jetzt in meinen Mono... Moment mal, what the fuck? Achso, das ist das alte, wa? Hier ist das neue. Ja, wir werden ihn jetzt in meinem monophysischen Team austesten. Ich werde diesen INT jetzt übrigens mit dem STR austauschen, sobald ich den auch awaked habe. Aber heute geht es um den physischen Gotenks. Schreibt doch mal Hashtag STR, wenn ihr auch... Ich liebe Hashtags. STR, wenn ihr auch ein Dokkan Awakening Video und Minitest zu dem haben wollt. Ich weiß ja nicht. Vielleicht werde ich seine SA noch farmen. Das habe ich nicht gemacht, tatsächlich. War ich zu faul. Aber wir werden jetzt diesen Gotenks hier testen. Bei... Nein, nicht bei seinem Event, lol. Boss Rush. Stage 3, wie immer. Ihr wisst es. Und... Wir brauchen... Ach komm, wir brauchen einen mittelmäßigen Gogeta ja nur. Es soll ja um ihn heute gehen und nicht um Gogeta. Items. Nehmen wir die mit. Ich bin mir ziemlich sicher, er wird ziemlich reinhauen. Auch auf SA1. Weil das ist halt eine ziemlich kranke Karte. So. Wir haben zuerst aber einen STR-Gegner. Das könnte problematisch werden. Ja, wir starten allgemein gegen den AGL. Ah, super, wir haben ihn in der Rotation. Kriege ich es hin, 3 Key zusammen zu bekommen? Oh, perfekt. Sehr schön, sehr, sehr schön. Okay. Jetzt müssen wir hoffen, dass der Super Saiyan 1 Gotenks nicht crittet oder sowas, weil das könnte... Ey, dein Ernst? Das könnte sonst der Tod vom Goku sein. Ah, die linken sich auch gut, weil sie beide Gotenks sind. Verstehst du? Macht Sinn. 2 Gotenks, 2 gut links. Okay, hat die nicht gekillt. 1 Million! Er kommt auf fucking 1 Million Schaden auf SA1! Was ist das für ein Biest? Und allein dieses Bild, was mir gerade vor Augen geführt wurde, dass er auf seiner 11 Key auf 1 Million kommt auf SA1, lässt mich darüber nachdenken, ob ich ihn vielleicht doch auf SA10 bringe. Weil, Leute, das ist enormer Damage. Das ist für ein SA1, das ist zu krank. Er kommt auf seiner SA1 auf höheren Damage Output als Gogeta auf SA10 an manchen Stellen wahrscheinlich. Naja, okay, warte, der... Ja, hier ist 2000 im Dupe System. Ich würde sagen, die würden gleich kommen sonst, weil Gogeta ist nur 1300. Das ist unnormal. Oh, Crit. Nice. Das Ding ist, Gotenks kriegt keinen Free Crit leider, sondern eine Free Additional. Aber das ist auch ziemlich stark. Muss man sagen. Aber ein Crit wäre, glaube ich, schon geiler. Ich wünsche, man dürfte sich den Free aussuchen. Ey, Moment mal. 84.000. Tatsächlich, mit Gotenks hat er bessere Links. Dann würde ich ihn ungern von Gotenks trennen, da es ja ein Showcase für ihn ist, ein kleines. Wollt ihr ein ausführliches Showcase? Ist die Frage. Weil das hier ist ja immer nur dieses Awaken-Showcase. Es kommt natürlich zwischendurch immer wieder mal so Team-Test, aber wollt ihr ein ausführliches Showcase zu so einem Gotenks, wenn nicht sogar ein 100% Showcase, wenn ich einen finde? Gerne mal in die Kommentare schreiben. Dafür habe ich keinen Hashtag jetzt, aber... Naja, Hashtag Showcase, wenn ihr möchtet. Oder einfach auch so schreiben, ja, ich hätte Bock auf so eins. Auf jeden Fall testen wir jetzt aber erstmal seine 12 Keys super, weil das gerade war natürlich die stärkste. Und ich hoffe, ich überlebe bis dahin. Ja, okay, doch, dürft. Die stärkste, 1 Million. Das war schon krass, aber was macht denn seine normale, in Anführungsstrichen, Ulti, auf die man einfacher kommt? Es ist unglaublich. Er kommt einfach immer noch auf 900.000. Ich habe gedacht, jetzt irgendwie 700 oder 600. Ne, 700.000, aber... Er kommt einfach immer noch auf 900.000 Schaden. Das ist krank. Der Typ ist krank. Diese Karte ist zu krass, sorry. Und ich weiß, es wirkt so, als wäre das irgendwie was ganz Krankes Neues, aber auf JP hatte ich ihn schon, aber ich habe nie realisiert, wie stark der ist. Ich weiß nicht warum, ich habe ihn da sogar auf SA10. Er kam mir da nie so stark vor. Und ich hätte ihn vielleicht heilen sollen. Wir machen ja eh nur wieder den ersten Goku durch. Wie gesagt, für ein ausführlicheres Showcase würde dann ein Einzelvideo kommen. So, jetzt sind wir beim STR Goku. Können wir sehen, was er nochmal gegen richtig Type Disadvantage ballern würde. Wir heilen uns erstmal. Und ich habe keinen Ghost Usher mitgenommen. Warte, ich will was gucken. Komme ich auf die... Oh, jetzt will ich was testen. Wir setzen Attack and Defense plus 20% nochmal ein. Geben mir 3 Key. Sind auf der 11 Key Super.
Ich mache auch mal kurz das hier, weil ich sonst ziemlich hart kassieren würde. Da bin ich auf den Damage gespannt. Weil ich setze gerne so eine Attack steigernden Items ein, auch mal random im Kampf. Es bringt nicht viel, aber es sieht halt cooler aus, wenn sich dann der Schaden verteilt. So allgemein, man muss sagen, er kassiert halt viel, weil er diese Defense-Einbüße hat, aber... Boah, 1,27, stabil. Er macht halt auch wirklich sehr guten Schaden im Ausgleich. 285.000. Oh, der macht ja auch richtig Schaden, jetzt durch den Attack-Boost. Ja, knapp 300.000 bei einem STR-Gegner und das ohne SA-10 oder sonstiges ist viel. Vor allem bei einem STR-Gegner wie Super Saiyan 4 Son Goku ist das besonders viel. Was ich auch gerne mal versuchen würde, wäre die 9 Keys Super. Auf die kommt man in einem Fusion-Team aber wahrscheinlich eher nicht. Ich würde halt gerne die Defense lowern, aber so viel bringt das eh nicht. Es geht ja, wir gucken uns ja den Damage gerade an, da ist das eh nicht so bedeutend. Ich würde sagen, da machen wir doch Goku schnell fertig und dann haben wir das Mini-Dokkan-Showcase-Awakening-Zeugs-Gedöns fertig. Und ein einzelnes Video werde ich ihn dann später widmen. Die Frage ist, ich glaube, ich werde es in einem monophysischen Team machen, weil ich habe schon ziemlich oft mein Fusion-Team benutzt. Und ich glaube, ein physisches Team, das möchte ich natürlich auch... Oh, Crit. Das möchte ich natürlich auch unbedingt mal ausprobieren. Das heißt, das nächste Video mit diesem Gotenks wird ein monophysisches Team Showcase. Da ist mich weitergegangen, gar keine Ahnung warum. Wir wollen eigentlich die Quest beenden. Ja, da bin ich ja gespannt. Weil mein monophysisches Team, können wir jetzt auch nochmal kurz angucken. Das ist nämlich gar nicht so schlecht. Glaube ich persönlich. Das haben wir uns ja natürlich auch schon im Summon angeguckt. Da werde ich jetzt nur noch mal kurz auch den Leader ändern. Ja, hier. Machen wir jetzt auch dich zum Leader. Du gehörst nämlich hier hin, das ist dein rechtmäßiger Platz. Das ist... Er hier ist eh ein verdammt harter Hitter. Vegeto Blue, keine Frage. War lange nicht mehr im Banner, aber ich habe ihn ja immer noch in Hinterhand. Ziemlich stark, verdammt stark sogar. Leider keine Dupes. Der Goku hier, den konnte man auf JP nie austesten. Das heißt, ich bin umso gehypter, ihn jetzt hier auszutesten. Junge, Junge. Oh, das wird nice. Ich würde ihn gerne auf SA10 testen, aber ich habe ihn leider nicht auf SA10. Schade. Arale ist allgemein auf SA10 gefarmt. 2000 Dupes, die ist verdammt stark. Die kam schon auf 1 Million in meinem Broly-Team damals zwischendurch. Also... Mit Support, das wird krank jetzt. Und Bardock, Dokkan Awaked SA10, Supporter, wird auch ziemlich stabil. Ich freue mich also, dieses Team zu showcase und ich hoffe, ihr euch auch. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, das war's mit dem heutigen Dokkan Battle Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne ein Like oder ein Abo da. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Dokkan Battle Video wieder. Bis dahin, haut da rein. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao, Nobel und ciao.